Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und auf die heutige Dame freue ich mich besonders. Sie ist die älteste 9-Jährige der Welt. Herzlich willkommen, Sabine Bohlmann. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico. Mir geht's gut und ich bin hier in meiner Wohnung, in meinem Arbeitszimmer in München und alles ist in Ordnung. Das ist sehr, sehr gut und sehr wünschenswert. Du sprichst Lisa Simpson seit gefühlt 6 Milliarden Jahren. Das kommt ungefähr hin, zumindest an der Anzahl der Folgen. Als du damals angefangen hast, Lisa zu sprechen, was hättest du persönlich gedacht, wie lange die Simpsons so laufen könnten? Oh, also natürlich nicht so lange, sowas kann man sich nicht vorstellen. Also man fängt nicht so eine Serie an und denkt sich dann, ja, in 33 Jahren bin ich das immer noch. Eigentlich habe ich so mit einem Jahr gerechnet und als dann das nächste Jahr kam, haben wir uns schon gefreut. Und als dann nochmal nächstes Jahr kam, haben wir uns nochmal gefreut. Und jetzt freuen wir uns schon seit über 30 Jahren, dass es immer wieder kommt und immer wieder. Also ja, weil ich das auch sehr, sehr gern mache. Es ist ein Teil auch meines Lebens geworden. Und muss ja auch dazu sagen, ich habe die ja am Anfang ganz schrecklich gefunden. Als ich beim Casting ankam und diese gelben Gesichter gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist das Scheußlichste, was ich an Zeichentrick jemals gesehen habe. Und weil wir waren ja an das noch gar nicht gewöhnt, dass es auch solchen Zeichentrick gab, weil für mich war das einfach, Zeichentrick war Disney und Bambi und Klopfer und sowas, aber nicht so gelbe Zickzack-Männchen. Und ich habe mich eigentlich erstmal, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so gefreut, dass ich die Rolle bekommen habe. Erst so mit den Jahren, wo ich auch verstanden habe, was die Simpsons machen und was sie sind und was sie bedeuten und wie intelligent die auch sind, habe ich sie einfach auch lieben gelernt. Und ich glaube, ich habe keine Stimme in den 90ern so oft gehört wie deine. Also wenn ich jetzt überlege, du wirst ja pro Satz oder pro Take ja bezahlt. Ich habe dich so oft gehört, allein in den 90ern müsstest du sehr viel Geld angehäuft haben. Also, es ist ja nicht so, dass man immer wieder, wenn es im Fernsehen läuft, für jeden Satz ein Geld bekommt. Das muss ich jetzt mal klarstellen. Man bekommt es ja nur ein einziges Mal. Und dann ist es schon so. Ich glaube, das wird manchmal überschätzt. Also, der Synchronsprecher ist kein reicher Mensch. Und das finde ich fürchterlich, weil ihr ja so viel macht. Und wenn man überlegt, das ist ärgerlich. Das müsste in Deutschland mal ganz dringend geändert werden. Generell wäre es super, wenn bei Synchron einfach auch mehr Zeit und mehr Geld im Spiel wäre für die tolle Arbeit, die da geleistet wird, bei allen Departments. Aber das ist ein größeres Thema als das, was wir jetzt hier besprechen können. Deswegen ein ganz großes, aber was man schon mal nochmal sagen kann dazu, und das finde ich immer so einen interessanten Aspekt, zum Teil ist die Premierenfeier von irgendeinem riesen Disney-Film oder irgendwas oder von so einem Blockbuster, kostet mehr als die Synchronisation. Und das finde ich immer sehr erstaunlich. Ich finde es bodenlos, wenn ich überlege, damals Benjamin Völz bei Akte X, dass er einfach normales Gehalt haben wollte, oder ein etwas höheres, weil es um Kinofilm ging, da zu sagen, nee, das machen wir nicht, und das dann darzustellen, als ob Benjamin Völz der Böse wäre, das war sagenhaft. Also wer dazu ein bisschen mehr erfahren will, Benjamin Völz war auch in der Web-Talk-Show, gibt's mal in die Suche ein, da erfahrt ihr ein bisschen mehr. So, wir reden mal über die ganzen 90er Jahre. Ich habe dich ja, wie gesagt, überall gehört. Am meisten überrascht hast du mich aber bei Halloween 4. Ja, den hast du vor 180 Jahren mal synchronisiert. Halloween ist eine Horrorfilmreihe und in Teil 4 ging es um ein kleines Mädchen. Und natürlich werden kleine Mädchen für gewöhnlich von Sabine Bohlmann synchronisiert. Und das war halt so abgefahren, deine Stimme, die ich ja so sehr kannte, da plötzlich in einem Horrorfilm zu hören. Aber ich glaube, als Schauspielerin war es für dich vielleicht auch mal eine Abwechslung. Yeah, mal was mit Blut, oder ist das dann egal? Hauptsache, man kann sprechen. Also ich muss dazu sagen, damals war das natürlich so, ich habe mit 16 zu synchronisieren angefangen und es war fast wie so eine Marktlücke damals, glaube ich, für die Produktionen, weil ich natürlich so eine junge Stimme hatte und die Stimme noch mal jünger machen konnte und in schwierigen Filmen diese kleinen Kinder sprechen konnte. Ich habe die auch in Realfilmen damals gesprochen. Und gerade in so Filmen, wo man natürlich sagt, ich lasse mein wirkliches Kind, nicht dieses 4-, 5-jährige Kind sprechen, weil es danach nicht mehr schlafen wird, man muss es ja auch anschauen, man kann ja nicht wegschauen. Und dann wurde ich dafür genommen und dann habe ich, glaube ich, auch bei Nightmare und Elm Street und ich habe einen Horrorfilm nach dem anderen gesprochen, also alle Kinder. Und ich glaube auch dieses 1, 2, Harry kommt vorbei, das war auch in irgendeinem Film mal ich. Und wobei das jetzt nicht so schlimm war, aber
Ich schaue überhaupt keine Horrorfilme und ich bin auch so, dass ich danach auch nicht mehr schlafen kann. Und ich weiß noch, ich bin einmal vom Studio nach Hause gefahren und da war ich bestimmt schon 18, 19 und habe zu Hause noch gezittert am ganzen Körper, weil ich, weil mich das, was ich da gesehen habe und was ich synchronisieren musste, so in Angst versetzt hat. Da bin ich ganz schlimm. Gab es denn schon mal den Moment, dass du im Synchronstudio gesagt hast, nee, sorry, das spreche ich nicht? Weil ihr wisst ja gar nicht immer, was ihr sprechen werdet. Nein, es ist eigentlich schon so, dass man, das ist einfach sein Job und es gibt manchmal Sachen, die macht man lieber, die machen einem mehr Spaß und es gibt manchmal Sachen, da steht man drin und denkt sich so, nee, also ich bin jetzt froh, wenn ich nach Hause komme. Das ist wie bei jedem Beruf, glaube ich. Aber man macht es dann doch und ich muss sagen, ich habe ein einziges Mal bei South Park, habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht, ob ich es weiter spreche. Da hatte ich so ein krebskrankes Kind gesprochen in einer South Park-Folge. Und das ging damals, waren meine Kinder noch klein und da hat man ja als Mutter sowieso immer Angst. Und das ging mir fast zu weit, dass man darüber eben auch Witze macht und das so irgendwie komisch verpackt. Und bin ich aus dem Studio, habe gedacht, so ist es eigentlich gut, wenn du da deine Stimme dafür hergibst, wenn du es selber gar nicht so gut findest. Ja, also doch noch glücklicherweise eigene Gedanken da, weil bei SynchronsprecherInnen ist es ja so, ihr wisst ja teilweise gar nicht, wofür ihr gebucht werdet. Ne? Ihr kommt an und dann erfahrt ihr, was es ist, oder? Ja, wir erfahren es nur bei großen Sachen. Da kriegen wir sogar manchmal den Film vorher und manchmal sogar das Buch. Aber normalerweise, wir kriegen wirklich einfach einen Termin, kommen morgen von 10 oder nächste Woche, Dienstag, 10 Uhr bis 13 Uhr. Und wenn wir nachfragen, sagen sie uns dann sogar, was es ist oder welcher Regisseur da ist. Aber normalerweise geht man dahin und dann kriegt man auch die Texte erst im Studio. Und es ist manchmal ganz schön viel. Man muss dann im Studio, erfährt man dann, was die Rolle will, wo sie hingeht, wo sie herkommt, wie die ist. Man sieht zum ersten Mal das Bild, zum ersten Mal den Text. Und das finde ich manchmal echt, es geht ganz schön schnell dann. So wusch, 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 einen Take dann nach dem anderen. Und je kleiner die Rolle, desto schwieriger ist es eigentlich, weil man sich so ganz schnell drauf einstellen muss. Und du kennst ja nur so viele Jahrzehnte des Synchronsprechens. Das heißt, war es denn in den 90ern wirklich so, dass die gesamten Simpsons an einem Mikrofon standen oder war das schon immer separat? Also bei den Simpsons war es so, dass Elisabeth Volkmann wurde extra aufgenommen, weil sie hatte einfach damals nicht so viel Synchronerfahrung. Die war ja keine Synchronsprecherin, hat es. Ich weiß gar nicht, ob sie davor schon mal synchronisiert hatte. Deswegen hat man sich für sie einfach auch ein bisschen mehr Zeit genommen. Und dann wurde Sandra Schwittau eine ganze Zeit auch, also die den Bart spricht, eine ganze Zeit auch einzeln aufgenommen, weil sie damals die Stimme auch gepitcht haben. Und wenn ich da mit auf dem Band gewesen wäre, hätte man mich mitgepitcht. Man hätte es noch nicht so trennen können. Und wenn ich pitch mich ja immer selbst. Also ich hätte mich furchtbar angehört, wenn ich dann auch noch gepitcht worden wäre. Und dann war ich meistens mit Norbert Castell zusammen im Studio. Oder auch mal, wenn dann eine andere Figur dazu kam und da stand man dann wirklich, also zu zweit, zu dritt, zu viert oder in anderen Produktionen auch mal zu sechs. Also da Sailor Moon zum Beispiel kann ich mich wahnsinnig gut erinnern, dass wir bei Sailor Moon wirklich die ganzen Superheldinnen, ich glaube 5, 6 Stück an der Zahl, alle gemeinsam um das Mikro standen und um Liebe und Gerechtigkeit gekämpft haben. Und Norbert Castell und Elisabeth Volkmann, das waren die Originalstimmen von Marge und Homer Simpson, leider beide mittlerweile verstorben. Als damals Elisabeth Volkmann gestorben ist, da ging ja wirklich, das war ja ein Schock. Die Simpsons waren auch gerade, glaube ich, auf einem Höhepunkt im deutschen Fernsehen. Und dann ist was sehr Seltsames passiert, wie ich es fand. Es gab eine Facebook-Gruppe, die gründete sich, Facebook gab es damals schon, auch bei StudiVZ, die Älteren erinnern sich, wir wollen die alte Marge-Simpson-Stimme zurück. Anke Engelke hat dann übernommen. Anke Engelke macht das ganz großartig. Sie orientiert sich sehr an der Originalstimme und eben ganz anders, als Elisabeth Volkmann das gemacht hat. Und das war so respektlos in so viele Richtungen. Nicht nur Anke Engelke gegenüber, sondern auch einfach dieses Desinteresse daran, warum die Stimme geändert wurde, ist da so richtig aufgekeimt. Und wenn man das Leuten erklärt hat, hat man, das stimmt nicht, das denkst du dir aus. Wie war das für dich damals, als klar war, bei dieser übererfolgreichen Serie wird jetzt in Deutschland eine der wichtigsten Stimmen ersetzt? Wie war das damals? Also es war generell, es ist natürlich immer traurig für uns, weil wir natürlich schon so ein bisschen eine Familie auch waren. Wir haben uns dann öfter mal zum Essen getroffen und nach jeder Staffel gab es so ein Staffelendessen oder irgendwas. Und dadurch sind wir auch zusammengewachsen über die vielen Jahre und natürlich ist das total traurig. Aber ich ärgere mich da eigentlich auch, weil egal wer die erste Stimme von was ist, der hat es einfach leichter. Und egal, wer die zweite Stimme von irgendwas ist, der hat es schwerer und der macht es auf jeden Fall immer falsch. Und
Und auch dann, obwohl Anke Engelke viel näher am Original ist, aber das ist halt einfach diese Gewohnheit. Mittlerweile habe ich schon viele gehört, die gesagt haben, wenn jetzt eine alte Simpsons-Folge läuft und danach kommt eine neue, können sie es fast schon nicht mehr auseinanderhalten. Ist es jetzt, wer spricht jetzt eigentlich? Und das finde ich Wahnsinn, diese Gewohnheit, die man so, ja, diese Hörgewohnheit irgendwo und wie schnell man sich auch umgewöhnt. Ich hatte es ganz oft mit Sailor Moon. Ich habe ja Sailor Moon auch abgegeben dann an meine Kollegin Ines Günther. Und da war es genauso, da haben dann die Leute mir geschrieben, was ist da passiert? Und ich habe immer erklärt, es ging, war einfach nur so, dass ich schwanger wurde und mein Kind genießen wollte und nicht gleich wieder nach 3 Tagen oder mit einem 3 Tage alten Baby im Studio stehen wollte. Und dann ging es auch, wer besser und wer nicht. Und ja, es ist halt einfach schwierig. Aber ich finde, Anke Engelke macht das sehr, sehr gut. Und Christoph Jablonka auch für den Homer mittlerweile, der das ja übernommen hat und der sich sehr am Norbert Castell, finde ich, orientiert und das wirklich, also ich finde die Laute, die er macht, der Homer, die sind fast identisch. Ja, das war richtig krass. Als sie, das war ja auch ganz groß, eben wegen der Berühmtheit der Simpsons, gab es, hören Sie hier das erste Mal den neuen Homer sprechen. Ich glaube, bei der Bild gab es einen exklusiven Ausschnitt zum Reinhören und du konntest es wirklich nicht unterteilen. Natürlich, wenn Homer länger spricht, dann hörst du es nicht. Es wäre auch schlimm, wenn nicht. Warum soll denn ein Schauspieler eben einen anderen Schauspieler imitieren, der einen Schauspieler... Also ist ja auch völlig egal. Es ist total abgefahren. Und Lisa war für mich eine der ersten Rollen, bei denen ich gedacht habe, geil, ein toughes Mädchen, das so klug ist, aber sich trotzdem versucht, die anderen gegenüber nicht aufzuspielen. Also von der Sachlage her der realistischste, vernünftigste Mensch bei den Simpsons, weil selbst Marge schert ja manchmal in seltsame Richtungen aus. Was war dein Lieblings-Lisa-Simpson-Moment? Gibt es überhaupt einen oder ist die Masse zu erschlagend? Oh, es ist natürlich wahnsinnig viel und zum Teil ist es ja auch so, dass ich die ganzen Folgen gar nicht so, ich habe noch gar nicht alle Simpsons-Folgen gesehen komplett, weil man ja oft nur seine Teile sieht, aber ich muss generell sagen, ich liebe die Lisa. Also ich liebe ihre, mittlerweile bin ich auch schon so mit ihr zusammengewachsen, dass ich auch zum Teil vorher schon weiß, wie sie manches im Original sprechen wird, wenn ich es nur lese. Es macht mir so einen Spaß, sie hat so eine Bandbreite an Gefühlen und am allerliebsten mag ich es eigentlich, wenn sie entweder betrunken ist oder völlig irre wegen irgendwas und dann irgendwie nur noch rumleiht in ihrer Intelligenz eigentlich. Und also wenn sie so oder völlig verzweifelt ist, weil die Welt sie nicht versteht. Sowas liebe ich am allermeisten. Und dann gab es natürlich das Phänomen, dass die Simpsons, die jetzt wie gesagt mehrere Milliarden Jahre natürlich versehentlich schon mehrere Sachen vorhergesagt haben. Unter anderem, dass Donald Trump Präsident sein würde. Das ist natürlich für uns alle ein Schock. Jetzt hat Lisa in einer Vision, sie war, glaube ich, bei einer Wahrsagerin und es ging um ihre Zukunft und man sieht halt, es ging um Barts Zukunft und Lisa war halt Präsidentin der Vereinigten Staaten und alle kommen rein und sitzen im Oval Office und Lisa sagt, gut, nachdem Präsident Trump das und das falsch gemacht hat, müssen wir jetzt das und das machen. Erinnerst du dich noch, dass du das damals eingesprochen hast? Weil es ist ja so ein kleiner Moment in deinem Leben, ich glaube nicht, oder? Also ich war auch, als dann diese Fotos aufgetaucht sind, war ich total überrascht, weil ich mich auch wirklich nicht mehr dran erinnert habe. Ich wusste, da war was. Lisa will ja immer Präsidentin der Vereinigten Staaten werden, deswegen, das wusste ich natürlich. Aber dass sie das wieder gut machen wollte, was Trump versemmelt hat, das ist schon, also das ist, finde ich, ganz unheimlich. Und diese Bilder, ich weiß nicht, ob das dann Trump nachgestellt hat, weil er das gerne wollte. Und das ging ja wirklich, das muss man sich mal echt anschauen, diese zwei Gegenüberstellungen. Einmal kommt ja diese Rolltreppe runter und er hat ja sogar den gleichen Anzug an. Und es ist wirklich gruselig. Und Kamala Harris hatte bei ihrer Amtseinführung das gleiche Outfit an, was Lisa Simpson als Präsidentin anhatte. Ist nicht wahr. Ist wahr. Ich glaube, nur die Perlenkette war eine andere, aber allein, dass sie eine Perlenkette getragen hat, ist auch, also was die Simpsons da hingekriegt haben, ist schon total abgefahren. Aber wie gesagt, du warst natürlich noch viel, viel mehr. Du warst und bist Kenny aus South Park. Ja, wahrscheinlich die Figur, die wir alle am wenigsten jemals verstanden haben. Ja, ich auch. Obwohl, auch da habe ich einen Eindruck, mit den Jahren versteht man schon grob, was er sagt. Und du hattest natürlich im South Park-Film den magischsten Moment überhaupt. Den hast du gesprochen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist auch nicht schlimm, weil der South Park-Film kam bei Staffel 3 oder 4 raus. Das war Anfang der 2000er. Ich weiß jetzt, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich das dann war. Die haben es mit mir versucht und die haben aber auch gesagt, sie probieren es nochmal mit einer Jungsstimme, glaube ich. Und tatsächlich habe ich ihn nicht gesehen und deswegen weiß ich nicht, ob sie mich genommen haben oder die Jungsstimme.
Also der South Park-Film ist ganz gut, den kannst du dir mal angucken bei Gelegenheit. Okay, ich guck den mal an. Wenn du Zeit hast, weil du sprichst ja nicht nur, du bist auch als Schauspielerin regulär aktiv und du bist als Autorin sehr erfolgreich. Wenn man jetzt denkt, Bücher schreibt sie auch noch, welches sollten die Leute sich denn zuerst mal greifen, um einen guten Eindruck von deiner Arbeit zu bekommen? Kommt drauf an, wie alt sie sind. Also wenn sie 4 Jahre alt sind, würde ich den kleinen Siebenschläfer empfehlen. Und wenn sie 9, 10, 11 sind, würde ich Ein Mädchen namens Willow empfehlen oder Die Frau Honig. Also sind 2 Bücher, die ich für dieses Alter geschrieben habe. Und ja, ist momentan eigentlich überwiegt fast bei mir das Schreiben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Ein Mädchen namens Willow nehmen. Von der Idee bis zu, ich habe das Buch in der Hand und man kann es kaufen. Wie viel Zeit vergeht da? Also ganz genau kann man es gar nicht sagen, weil ich hab hier einen Riesenschrank, der ist voll mit Ideen. Das heißt, ich schreibe immer überall alle Ideen auf, in Bücher und auf Zettel, und es kommt alles einfach da rein. Das heißt, ich trage ganz viele Ideen schon ganz, ganz lange mit mir, und wenn mir dann immer mal wieder was dazu einfällt, dann kommt es da rein oder da drauf. Deswegen könnte ich jetzt sagen, Willow ist jetzt was ich vielleicht vor 8 Jahren, glaube ich, so für meine Tochter, so ein bisschen mit meiner Tochter erfunden habe. Es geht ja um so ein Mädchen, die erbt so eine Hexenkraft. Und dann ist es so weiter gewachsen, und aber jetzt wirklich von dem Moment, wo der Verlag dann auch sagt, das wollen wir machen, vergeht ungefähr 1 Jahr. Also ich schreibe ungefähr 6 Wochen an so einem Buch dann wirklich, und bis es dann gezeichnet ist und 27.000 Mal korrigiert und dann gedruckt, und dann dauert es ungefähr 1 Jahr. Und tolle Illustration. Ich habe mich gefragt, warum der Name Willow? Willow ist Englisch, bedeutet Weide. Warum hast du dich als deutsche Autorin für den Namen Willow entschieden? Die hieß eigentlich Lucy ganz am Anfang, und das war Lucys Hexenclub hieß das. Und dann gab es aber auf einmal nochmal irgendeine Reihe, das hieß auch irgendwas mit Hexenclub. Dann war der Hexenclub schon wieder, also konnte ich wieder nicht nehmen. Und dann, als ich es so losgeschrieben habe, hieß die immer noch Lucy, und dann hat es mir auf einmal nicht, also hat das nicht gepasst. Es musste irgendwie noch was Mystischeres werden. Dann hatte ich ja so diese Idee, aber die sollte einfach rote Haare haben. Dann wurde die auf einmal immer irischer. Dann kam so eins zum anderen, dann war der Vater auf einmal Ire, und dann dachte ich mir so, es wäre total schön, wenn die so einen Namen hätte, der dann auch was mit der Natur noch zu tun hätte, weil sie erbt ja einen Wald und die Hexenkraft ihrer verstorbenen Tante Alvina. Und und dann kam so eins zum anderen, und auf einmal war das einfach Willow, und dann ging nichts anderes mehr. Und ich bin eigentlich der Mensch, der, wenn ich Deutsch schreibe, auch deutsche Namen nehme, aber in dem Fall war es zum ersten Mal so, dass ich gedacht habe, das passt. Gut, kleiner Serientipp für dich, die Serie Buffy, dort ist die zweite weibliche Hauptdarstellerin eine rothaarige Hexe namens Willow. Das nur am Rande? Dies haben die von mir geklaut. Wahnsinn, wie die das geklaut haben damals. Vor allem, weil es wahrscheinlich eine Serie ist, die es schon ewig gibt. Ja, aber die waren bestimmt an deinem Schrank. Die haben es irgendwie in die Zukunft geschafft. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Genau, wie die Simpsons auch. Also nein, es ist tatsächlich auch so, dass manche Ideen auch in der Luft liegen. Mir ist es auch schon passiert, dass ich mit einer Wahnsinnsidee zu einem Verlag kam, und dann lag bei diesem Gespräch ein fertiges Buch daneben, und ich schaue nur auf den Titel und dachte mir, und habe noch gefragt, um was geht's da? Und dann haben sie mir den Inhalt erklärt und gesagt, so, jetzt kann ich wieder gehen, weil das wäre jetzt eigentlich der Inhalt von dem gewesen, was ich euch gerade anbieten wollte. Also, ja, passiert auch. Viele Eltern träumen davon, dass die Kinder in die Fußstapfen von einem selber treten. Viele Eltern träumen aber auch davon, dass die Kinder das auf gar keinen Fall tun. Wie war denn das bei dir, als deine Tochter gesagt hat, hey, ich werde jetzt auch Schauspielerin und Synchronsprecherin? Also eigentlich finde ich ja, ist es einer der schönsten Berufe, sonst hätte ich ihn ja auch nicht ergriffen. Und ich glaube, sie hat auch bei mir natürlich gesehen, dass es auch möglich ist und dass man auch damit erfolgreich sein kann. Ich hoffe, sie hat auch gesehen, dass es auch manchmal schwierig ist, weil man eben nicht genau weiß, wie viel verdienst du am Ende des Monats, oder wartest du tatsächlich jetzt auf einen Anruf, der da kommt, ob du wieder ein Engagement hast, oder dann hast du mal eine Rolle fast und möchtest die unbedingt haben und dann kriegt jemand anders. Und das ist ja alles, sind ja auch nicht so schöne Sachen, aber mir war wichtig, dass meine Kinder einen Beruf ergreifen, der sie total erfüllt und der, für den sie brennen. Und das ist mir wichtiger, und ich glaube auch meinen Kindern wichtiger, als dass sie jetzt wirklich die ganz reichen Leute werden. Weil ich glaube einfach, man wird glücklicher, wenn man das wählt, was man gerne tut. Selbst dann, wenn man damit nicht so viel Geld verdient. Ich muss sagen, am nervigsten, also ist ja positiv, weil das sollte die Rolle auch machen, habe ich dich aus den 90ern, also nicht, dass ihr euch wundert, natürlich hat Sabine auch in allen anderen Jahrzehnten gearbeitet, aber da habe ich sie halt übermäßig wahrgenommen.
Elmira in den Tiny Toons. Boah, ey, wenn ich die nur schon gesehen habe, ich gedacht, oh nee, jetzt wird's anstrengend. Elmira? Ja. Elvira, genau, die hieß Elvira im Deutschen, glaube ich. Genau. Ich habe sie aber auch nicht in allen Staffeln gesprochen. Nee, aber ich habe dich da sehr genau im Ohr und das... Ich knuddel dich und wuddel dich, bis dir die Luft wegbleibt. So war das, gell? Irgendwie. Ganz genau. Ich kann mich daran noch erinnern. Und ich weiß auch, dass alle im Studio total genervt waren von mir, aber mir hat es sau Spaß gemacht. Mir hat die Rolle total Spaß gemacht. Und dann warst du auch bei der Gummibärenbande dabei. Gummibärenbande, da kann jeder noch den Titelsong, aber keiner erinnert sich irgendwie an die Einzelnen. Du warst der kleine Rosane. Ja, Kapi. Und was mich bei den Gummibären immer ein bisschen irritiert und gestört hat, schon als Kind war, im Song wird gesungen, mutig und freundlich, so tapfer und... Gräulich? Ich weiß nicht. So tapfer gläubig. Und wie? Gläubig. Gläubig? Gläubig. Wieso denn gläubig? Ja. Die glauben eben an den Gummibärsaft wahrscheinlich. Mhm, das reden wir uns an der Stelle einfach mal ein. Ich war da immer ein bisschen, das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Bist du sicher, dass du es nicht irgendwie falsch verstanden hast und die vielleicht... Du, ich google das mal gerade. Du kannst mir ja mal kurz erzählen, stand da denn wenigstens die ganze Gummibärenbande oder war das auch schon separiert? Da stand auch die ganze Gummibärenbande schon, weil das am Mikro zusammen, weil das ist ja auch schon, ich weiß, 100 Jahre ungefähr her. Und vor 100 Jahren stand man noch zusammen am Mikro. Aber auch da habe ich die erste und die zweite Staffel nicht gesprochen. Also das ist eigentlich Wahnsinn, wie viel auch einfach so umbesetzt wurde. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, sagt gummibärenbande.fandom.com. Und die müssen es ja nun wirklich wissen. Also wie gesagt, das war nur das, was mich so ein bisschen gestört hat. Für welche Rolle hast du denn jetzt eigentlich weniger Zeit im Studio verbracht? Für Lisa, für Sailor Moon oder für Kenny? Und ich lasse jetzt mal Pikachu außen vor. Für Kenny hab ich ganz wenig Zeit im Studio verbracht. Also da bin ich in jeder Staffel vielleicht, ich weiß es nicht, 2 Stunden oder so, würde ich mal sagen, im Studio. Und das geht auch relativ schnell, weil ich mich da nicht so oft verspreche. Das heißt dann immer nur so, oh, es war zu verständlich. Das ist da so das, was ich am meisten zu hören bekomme. Und ich glaube am meisten tatsächlich für die Simpsons, aber auch da, ich glaube, dass sich viele vorstellen, wenn sie so viele Simpsons-Folgen sehen, dass ich da jeden Tag im Studio stehe und das ist ja eigentlich dann auch ganz wenig. Also im Jahr ich glaube, 2x3 Wochen und in diesen 3 Wochen stehe ich dann vielleicht 2 Tage vor dem Mikro oder 3. Also bin ich vielleicht, insgesamt würde ich mal sagen, weiß ich nicht, 8 Tage oder was für Simpsons wirklich im Studio im Jahr. Und machen dir die Simpsons heute mehr Spaß als damals? Weil viele Leute, die damals geguckt haben, die sagen, Simpsons, das ist nicht mehr das, was es mal war. Natürlich trifft es auch heute und soll es ja auch eine ganz andere Zielgruppe begeistern. Wie ist das bei dir? Ich mag die nach wie vor. Ich freue mich nach wie vor auf die Aufnahmen wahnsinnig. Und wir sind auch ein wahnsinnig nettes Team. Der Matthias von Stegmann ist der Regisseur, der sich unglaublich viel Mühe gibt und tolle Texte macht. Und also ich mag ja auch, das ist meine Lieblingsrolle und deswegen freue ich mich ja auch so auf sie. Natürlich stellt man auch fest, dass nach 33 Jahren manche Folgen nicht mehr ganz so gut sind wie früher. Aber ich finde eher, man muss es umdrehen. Man muss eher sagen, es ist Wahnsinn, dass ihnen jetzt noch was einfällt und immer mal wieder was dabei ist, wo wir wirklich richtig lachen müssen im Studio nach diesen ganzen Jahren. Und ich glaube, man muss es eher so sehen. Jeder, der sagt so, naja, also da war jetzt mal eine Folge dabei, die nicht mehr so gut ist. Soll sich mal überlegen, 33 Jahre oder sich was auszudenken, was noch gleich gut ist. Und ich finde, sie verändern sich natürlich auch ein bisschen. Also auch, sie sehen ja auch anders aus. Sie haben jetzt auf einmal so ein bisschen eher so 3D, ein bisschen schattenmäßiger. Also, aber ändert sich ja alles. So, und bevor ich dann gefragt werde, warum hast du sie denn nicht mal irgendwas machen lassen? Jetzt haben wir Elvira, haben wir gehört, magst du einmal kurz den Kenny machen, dass wir hören, du bist das. Also Kenny ist jetzt echt, also ich stehe immer so vor Mikro und dann sagt er zum Beispiel, also eigentlich finde ich immer, höre ich mich an wie Mickey Mouse, die einfach einen Strumpf über dem Gesicht hat, so ein bisschen. Und hast du denn South Park eigentlich jemals privat geguckt oder ist das gar nicht auf der Liste? Also ich habe ja einen Sohn und eine Tochter und mein Sohn war dann natürlich auch South Park Fan und mit ihm zusammen haben wir dann öfter mal South Park Folgen geguckt und es ist schon lustig, aber es geht mir, also ich mag die Simpsons persönlich lieber, weil mir South Park manchmal einfach
geht mir manchmal einfach zu weit. Da sind manchmal Sachen drin, wo man nur so, ja, also das ist nicht ganz mein Humor manchmal. Und gibt es denn einen Satz außer Hallo, ich bin Lisa Simpson, den du droppen kannst und man merkt, das ist Lisa Simpson? Also ich kann ein ganzes Interview jetzt mit dir machen, wenn du möchtest. Also ich wohne in Springfield und ich bin auch viel mit Masken momentan unterwegs und sehr auf Abstand natürlich, aber Bäume kann ich trotzdem retten. Und hast du denn zu Sandra Schwittau, die ja den Bart spricht, ihr wart ja ungefähr, oder ihr seid ungefähr ein Alter, habe ich den Eindruck, seid ihr durch die Produktion sowas Ähnliches wie Freunde geworden oder bleibt man auch über 30 Jahre hinweg Kollegen? Nein, wir sind schon Freunde, Freundinnen geworden und vor allem natürlich Bruder und Schwester. Und wenn irgendwas ist, dann manchmal schreibe ich ihr dann, hey Bruder, sag mal. Und ja, schon. Also wir treffen uns jetzt nicht irgendwie ständig privat, aber es ist schon eine besondere Beziehung, als wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, nur im Studio mal eine Serie oder mal einen Film zusammenspricht. Besteht die Gefahr, und das ist, ich verstehe die Frage nicht böse, dass die Simpsons dich überleben eines Tages? Mich überleben? Ja, natürlich. Ich kann ja jeden Tag hier rausgehen und mir kann ein Flugzeug auf den Kopf fallen. Also ich sehe das, also das, jeder kann jeden Moment sterben. Also abgesehen davon natürlich, dass die Simpsons auch so lang gehen könnten. Boah, das wäre schon lang. Also wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, eher normal sterben würde, so mit, ich möchte ja so 100, 99, 100 werden, dann kann es schon sein, dass die mich auch noch überleben. Aber zum Glück habe ich eine Tochter, die meine Stimmfarbe geerbt hat und vielleicht kann die das dann übernehmen und dann sind die Fans nicht ganz so böse, wenn ich sterbe. Aber ich möchte eigentlich schon noch länger leben. Wirst du. Also, ich freue mich, dass wir dich einfach immer wieder hören können. Und mittlerweile gibt es ja glücklicherweise deine Stimme auch gefühlt auf jeder Streaming-Plattform obendrauf. Sabine Bohlmann zu Gast an der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Nico. Hat Spaß gemacht. Das fand ich auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, es ist auch ein Motto von Lisa Simpson, ja? Die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber sehr, sehr viel zu tun. Packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt sage ich was, was Lisa bestimmt auch sagen würde. Ich würde mir wünschen, dass ihr alle da draußen mehr lächelt und zwar euch mehr anlächelt. Wenn ich hier durch die Münchner Innenstadt gehe, dann versuche ich immer die Menschen anzuschauen und stelle einfach fest, dass alle mit entweder einem total neutralen Gesicht durch die Stadt laufen oder aber sogar mit einem unfreundlichen, miesepetrigen Gesicht. Und also kaum jemand schaut den anderen an, schaut dem anderen ins Gesicht. Und ich war vor 2 Jahren in Yogyakarta in Indonesien und habe mich einfach sehr geschämt für uns Deutsche, weil dort nämlich die Leute auf der Straße dich anschauen mit einem offenen Blick und dich anstrahlen, da geht die Sonne auf, ohne was dafür zu wollen. Es ist nicht so, dass die dann irgendwie Geld wollen oder irgendwas. Die strahlen einen einfach an. Und jetzt ganz ehrlich, ich glaube, uns geht es hier so gut in Deutschland und wir motzen viel zu viel und wir lächeln viel zu wenig. Und ich wünsche mir jetzt einfach von euch allen, macht es als Challenge und geht da raus und lächelt jeden Tag mindestens 5 fremde Menschen an. Und dann bin ich zufrieden.